Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute widmen wir uns dem nächsten Kapitel unserer großen Jahresvorschau, genauer gesagt dem dritten Quartal 2024, sprich den Sommermonaten. Und da würde ich vorschlagen, wir quatschen gar nicht lange drum herum, sondern stürzen uns gleich in das Video rein, denn so viel sei schon mal verraten, dieses Jahr gibt es kein Sommerloch. Es kommen massig viele gute Spiele auf uns zu. Also, los geht's. Wir starten unsere Sommervorschau der Vollständigkeit halber mit einem Spiel, welches bereits seit dieser Woche erhältlich ist: The First Descendant. Der Free-to-Play-Looter-Shooter von Nexon wurde mit Hilfe der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet nicht nur einen Koop für bis zu 4 Spieler, sondern dürfte auch für Solospieler interessant sein. In der Third-Person-Perspektive übernimmt man hier die Rolle von sogenannten Descendants, also Nachfahren, und kämpft gegen Eindringlinge für das Überleben der Menschheit. Jeder Descendant hat ein individuelles Konzept sowie einen einzigartigen Kampfstil. Ausgerüstet mit tödlichen Waffen warten unterschiedliche Missionen und Koop-Raids mit gewaltigen Bossen auf die Spieler. Dinner is served. Nobody Wants to Die von Critical Hit Games ist ein düsteres Abenteuerspiel, welches 2329 in einem dystopischen New York spielt und ein wenig an Blade Runner erinnert. In dieser Zukunft ist die Technik so weit fortgeschritten, dass sie den Menschen das ewige Leben erlaubt, wobei ihr Bewusstsein in Gedächtnisbanken gelagert und von Körper zu Körper übertragen wird. Doch natürlich nur dann, wenn man sich die Gebühren dafür leisten kann. Mit einem inoffiziellen Fall betraut, untersucht man in der Rolle von Detective James Carra Tatorte mit Hilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologien. Eigentlich will man dabei einen Mörder finden, doch am Ende steht man vor einer dunklen Verschwörung, welche bis in die höchsten Gesellschaftsschichten reicht. Dungeons of Hinterberg ist ein Action-RPG vor der malerischen Kulisse der österreichischen Alpen und erscheint direkt im Xbox Game Pass. Während man die Welt von Hinterberg frei erkunden kann, warten hinter jeder Ecke Monster und Dungeons, die es zu bestehen gilt. Spieler können in diesem Abenteuer von Microbird Games auf einem Gletscher snowboarden, Berggipfel erklimmen oder sich mit den Dorfbewohnern und anderen Abenteurern anfreunden. Sie helfen einem, stärker zu werden und neue Tricks zu erlernen. Und das ist nötig, um ein besserer Jäger zu werden. Um die Dungeons heil zu überstehen, braucht man nämlich mehr als eine gute Kletterausrüstung und ein scharfes Schwert. Hinterbergs Dungeons stecken voller unerwarteter und fordernder Rätsel, die es mit Cleverness, Zauberkräften und allen erdenklichen Kniffen zu lösen gilt. Your kind meddled where you shouldn't. Am selben Tag bringen A44 Games, die vor ein paar Jahren mit dem Action-RPG Ashen auf sich aufmerksam gemacht haben, das Souls-like Flintlock The Siege of Dawn ebenfalls direkt in den Xbox Game Pass. Das Tor zur Unterwelt wurde geöffnet und die Götter und ihre Armeen der Toten wurden entfesselt. Die Länder von Qiyan werden belagert und die Stadt der Morgenröte steht am Rande der Zerstörung. Es ist Zeit, dass die Armee der Koalition zurückschlägt. Angetrieben von Rache und mit Hilfe von Schießpulver und Magie begibt man sich auf eine Reise, um die Götter zu besiegen, das Tor zu schließen und die Welt zurückzuerobern. Spieler schlüpfen hier in die Rolle von Norwanek, einem Elitemitglied der Koalitionsarmee, die zusammen mit Enki, einem geheimnisvollen, fuchsähnlichen Gefährten, das gefährliche Abenteuer in Angriff nimmt. Angeführt von Enki, der sein Wissen über die Welt mit einem teilt, werden die eigenen Fähigkeiten im Kampf sowie beim Erkunden von seinen magischen Kräften gestärkt und zusammen wird man so zu einem unschlagbaren Duo. Ice
einen Tag später gibt es mit Kunitsugami Path of the Goddess aus dem Hause Capcom schon den nächsten Xbox Game Pass Zugang. Das Spiel verspricht eine Mischung aus Action und Strategie und soll gewissermaßen in die Fußstapfen von Okami oder auch Shinsekai Into the Depths treten. Spieler erforschen eine Welt, in der die traditionelle japanische Ästhetik durch die RE-Engine zum Leben erweckt wird und in der man einen Kampf zwischen der Geisterwelt und den Sterblichen erlebt. Protagonist Zo hat dabei die Aufgabe, Dorfbewohner zu retten und zusammen mit der Bergmaid Yoshiro den Frieden wiederherzustellen, indem sie ihr Land vor der Bedrohung durch die Sete befreien. In einem Echtzeit-Tag-Nacht-Zyklensystem bereitet man tagsüber die Dörfler auf bevorstehende Kämpfe vor, weist ihnen Rollen zu und bringt verteidigende Fallen in Stellung. Sobald die Sonne untergeht, gilt es aber, sich den grauenvollen Feinden entgegenzustellen. Spieler müssen sich immer wechselnden Kampfkonditionen anpassen, an der Seite des Dorfes kämpfen und die Kraft von Zos tänzerisch anmutenden Schwertschwüngen nutzen. Lord Tyrannus, our cloners require a host. Star Wars Bounty Hunter erschien ursprünglich 2002 für Sonys PlayStation 2 und den Nintendo GameCube. Nun bringt Aspyr Media eine grafisch optimierte Fassung auf die Xbox-Konsole. Star Wars Bounty Hunter ist ein Third-Person-Action-Adventure, in dem Spieler in die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett schlüpfen. Im Auftrag von Count Dooku macht sich dieser auf die Jagd nach der dunklen Jedi Kumari Bosa. Die Handlung spielt dabei vor den Ereignissen von Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Das Original bekam 2002 eher, nur durchschnittliche Wertungen. Kritisiert wurden damals vor allem technische Probleme und Macken im Gameplay. Wollen wir hoffen, dass das Remaster also nicht nur die Grafik etwas aufpoliert. Das Action-JRPG mit dem etwas sperrigen Namen The Time I Got Reincarnated as Slime Isekai Chronicles von Bandai Namco basiert auf einem Online-Roman und einer hierzulande wohl eher bekannten Anime-Serie mit dem Titel Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Spieler schlüpfen hier in die Rolle von Protagonist Rimuru Tempest und bauen zusammen mit seinen Verbündeten die Republik Jura Tempest auf. Dabei folgt das 2D-Side-Scrolling-Rollenspiel der Originalgeschichte von der Begegnung mit den Teufeln bis zur Schlacht gegen das Königreich Phalmus. Das Spiel soll damit auch für diejenigen geeignet sein, die die Handlung zum ersten Mal erleben. Fans der Serie dürfen sich dagegen zudem auf zwei neue exklusive Geschichten vom Originalautor Fuse sowie neue Charaktere vom Illustrator der Serie freuen. Das Actionspiel The Precinct von Fallen 3 Games erinnert auf den ersten Blick ein wenig an Grand Theft Auto. Anstatt einen Gangster zu spielen, schlüpft man hier allerdings in die Rolle eines Cops. The Precinct ist von Polizeifilmen der 1980er und 90er Jahre inspiriert und schickt Spieler in die Stadt Averno City, die sie aus der Top-Down-Perspektive erleben. Die Stadt bietet eine Neon-Noir-Action-Sandbox, in der Banden die Straßen beherrschen und Korruption das Stadtgefüge heimsucht. Spieler begeben sich auf die Suche nach der Wahrheit, nehmen an Verfolgungsjagden durch zerstörbare Umgebungen teil und versuchen, die Ordnung wiederherzustellen und Gerechtigkeit in die unruhige Metropole zu bringen. All right, kid. You did good today. I'll see you in the morning. . 2021 erschien Kena Bridge of Spirits noch konsolenexklusiv für die PlayStation, nun bringt Amber Labs das Action-Adventure auch auf die Xbox-Konsole. Kena Bridge of Spirits verspricht Spielern ein actionreiches Abenteuer, das eine fesselnde Erzählung mit Erkundung, Rätsellösen und Kämpfen kombiniert. Das Spiel bietet eine Reise der Selbstfindung, während Kina, eine junge Geistführerin, das Gleichgewicht in einem alten Dorf in einer einst blühenden Umgebung wiederherstellen muss. Kena Bridge of Spirits erhielt seinerzeit sehr gute Wertungen bei Spielern als auch bei der Fachpresse. Vor allem wurde das Abenteuer für seine liebevollen Animationen und Cutscenes gelobt, deren Look stark an die Filme des Animationsstudios Pixar erinnert.
Mit ordentlicher Verzögerung erscheint das nicht unumstrittene Action-Adventure Dustborn von Red Thread Games nun endlich für die Xbox-Konsolen. Dustborn ist ein Einzelspieler-Abenteuer und erzählt eine Geschichte über Hoffnung, Liebe, Freundschaft, Roboter und die Macht der Worte. Als Pax, eine im Exil lebende Trickbetrügerin, begeben sich Spieler auf einen Roadtrip durch die Neo-Western-Landschaft einer anderen Version Amerikas mit alternativer Geschichte, von West nach Ost, quer durch die von Justice beherrschte American Republic. Aus Konservativen wie den norwegischen Entwicklern, hört, eine linke Agenda mit woken Charakteren vorgeworfen, weswegen in einigen US-Communities nach einem Boykott aufgerufen wird. Promise me, you'll look after each other. Nach über 15 Jahren veröffentlicht Square Enix mal wieder einen Hauptteil der erfolgreichen Mana-Reihe. Das Action-RPG Visions of Mana erscheint für Xbox Series X und S. Die Reihe debütierte 1993 als Spin-off von Final Fantasy unter dem Namen Mystic Quest. Nun können sich Fans der Reihe auf neue Designs ihrer beliebten Kreaturen von Airi Yoshioka, dem Illustrator der Mana-Reihe, sowie eine neue musikalische Untermalung von den Komponisten Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekitu und Ryo Yamazaki freuen. Visions of Mana kehrt dabei zu den Wurzeln der Serie zurück und verspricht Spielern ein neues Abenteuer mit dem Protagonisten Bell, einem Seelenwächter. Er beschützt eine Kindheitsfreundin, die von den Feen als Feuergeweihte auserwählt wurde und zum Mana-Baum reisen soll, um dem Mana-Fluss neues Leben einzuhauchen. Der italienische Entwickler Milestone bringt einen Racer nach dem anderen und hat sich mit Monster Jam nun eine weitere Marke gesichert. Das Herzstück von Monster Jam Showdown ist die gleichnamige Showdown-Tour, eine nicht lineare Karriere mit diversen Events. Spieler können hier in 8 verschiedenen Spielmodi 3 unterschiedliche Biome erkunden, die an die Wildnis von Death Valley, Colorado und Alaska erinnern. Spieler, die auf der Suche nach Wettbewerb sind, haben ebenfalls viele Möglichkeiten, sich zu beweisen. Im lokalen Splitscreen-Modus können Duelle mit Familie und Freunden ausgetragen werden, während zahlreiche Online-Events für weitere Herausforderungen sorgen sollen. Monster Jam Showdown soll insgesamt 66 offizielle Monster Jam Trucks bieten, von denen allerdings 26 über kostenlose DLCs und Premium-Erweiterungen nachgeliefert werden. Der August wird für Star Wars-Fans ein besonders heißer Monat, denn neben Bounty Hunter bringt auch Ubisoft sein Star Wars Outlaws auf Xbox Series X und S. Star Wars Outlaws wird von Massive Entertainment entwickelt und lädt die Spieler ein, die Galaxie neu zu erleben, in einer Geschichte, die zwischen der Handlung von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt ist. Während das galaktische Imperium unerbittlich die endgültige Niederlage der Rebellenallianz verfolgt, floriert die kriminelle Unterwelt. Spieler werden in die Rolle der gerissenen gesetzlosen Kay Vess und ihres treuen Begleiters Nix schlüpfen, während sie in einer offenen Spielwelt einen der größten Raubüberfälle durchführen, den der Outer Rim je gesehen hat. Auf der Suche nach einem Weg, um ein neues Leben zu beginnen, begleiten die Spieler Kay und Nix, die sich durch die Verbrechersyndikate des Universums kämpfen, stehlen und betrügen und sich dabei zu den meistgesuchten Outlaws der Galaxis hocharbeiten. Yes. Hang on. I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Saliro. Vess is mixed up in something bigger.
The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Hold on, Nick! Star Wars Outlaws, pre-order available now. We return to you now as the gods of mankind. Auch Strategiespielfans kommen in diesem Sommer auf ihre Kosten, denn der erfolgreiche PC-Titel Age of Mythology erscheint in überarbeiteter Form als Age of Mythology Retold direkt im Xbox Game Pass. Von Ensemble Studios, den Machern der Age of Empires-Reihe, geht Age of Mythology Retold über die Geschichte hinaus in ein mythisches Zeitalter, in dem Götter, Monster und Menschen aufeinanderprallen. Der Titel kombiniert die besten Elemente des Zeitalters der Mythologie mit moderner Echtzeitstrategie und Grafik und verspricht dabei ein episches sowie innovatives Erlebnis für Genre-Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen. Spieler sichern ihr Reich, befehligen legendäre Monster und rufen die Macht der Götter an, um ihre Feinde zu vernichten. You asked me about my good luck charm. Remember? It's an empty shop. Decided to play soldier? With me? Dimitri and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. Nur bei wenigen Verschiebungen hat man so viel Verständnis wie im Fall von Stalker 2 Heart of Chernobyl, denn dass der ukrainische Entwickler GSC Gameworld seit mittlerweile über 2 Jahren auch noch andere Sorgen hat, sollte jedem klar sein. Trotzdem ist es nun endlich soweit und das preisgekrönte Stalker aus dem Jahr 2007 bekommt auf Xbox Series X und S und innerhalb des Xbox Game Pass einen Nachfolger, der eine Mischung aus Shooter mit RPG-Elementen und immersivem Horror zu bieten hat. Heart of Chernobyl führt Spieler in die atomare Sperrzone und damit in eine gefährliche und sich ständig ändernde Umgebung. Man kann diese erforschen und wertvolle Artefakte sammeln, spielt dabei aber jederzeit mit seinem Leben. Eine offene Welt voller Strahlung, Mutanten und Anomalien stehen einem zur Erforschung offen. Alle Entscheidungen, die Spieler auf dem Weg treffen, definieren jedoch nicht nur die eigene Geschichte, sondern beeinflussen auch die Zukunft selbst. Only I didn't choose that path. Unlike you. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets. Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Warhammer 40.000 oder 40K Space Marine 2 von Saber Interactive erinnert aufgrund der muskelbepackten Space Marines und auch aufgrund seines Gameplays und des Art-Designs stellenweise sehr an Gears of War und dürfte somit für Fans eine optimale Möglichkeit sein, die Wartezeit bis zum Release von E-Day zu überbrücken. In Space Marine 2 setzen Spieler die Geschichte des legendären Ultramarines Leutnant Demetrian Titus 100 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils fort und kämpfen allein mit KI-Kameraden oder gemeinsam mit bis zu 3 Spielern im Koop gegen endlose Tyrannidenschwärme, um das Imperium zu verteidigen und die drohende ewige Nacht abzuwehren. Dabei entfesselt man ein tödliches Arsenal und verkörpert die ungezügelte Brutalität der mächtigsten Krieger des Imperators, um die Menschheit vor den Schrecken der Galaxie zu beschützen. Halt the fuck, dammit! For Ultramar! For the Emperor! Thank you.
all these years, I've explored the streets of Hong Kong Island in search of fortune, reputation, and prestige. All these years, I've explored the streets of Hong Kong Island in search of wealth, fame, and style. To me, the Solar Crown represents much more than racing. It's an absolute lifestyle. An incarnation of elegance extends both in physical appearance and on the road. This competition is as much about what happens behind the wheel as it is outside the cars. It's not just about performing on the track. It's about mastering your image to remain visible and shine among the elite. Auch Rennspielfans dürfen sich bald wieder auf den Asphalt begeben. Während Forza Motorsport die Simulationsfans in Wallung bringen will, richtet sich Test Drive Unlimited Solar Crown eher an all diejenigen, die auf schnelle Arcade-Rennen stehen. Test Drive gibt es seit 1987 und ist damit eine der ältesten Rennspielreihen überhaupt, doch über 10 Jahre lang war von der Marke nichts mehr zu sehen. Seit 2016 liegen die Rechte bei Narcon und zusammen mit Kiloton bzw. Karting Racing versucht man nun der Reihe neues Leben einzuhauchen. Spieler dürfen sich in Solar Crown auf Rennen mit diversen lizenzierten Fahrzeugen quer durch Hongkong und Umgebung freuen. Die anfangs einmal angekündigte Xbox One-Version erscheint nicht mehr, stattdessen darf man im September nur noch auf Xbox Series X und S ordentlich Gas geben. Test Drive Unlimited is back. Ursprünglich sollte Throne and Liberty von NCSoft nur in Asien erscheinen. Amazon Games bringt das Free-to-Play MMORPG nun aber auch hierzulande auf Xbox Series X und S. Throne and Liberty will ein storylastiges Abenteuer mit actionhaltigen Kämpfen verbinden. Die Spieler betreten hier eine weite Welt mit sich konstant verändernder Geografie und Umgebung, welche den Spielverlauf beeinflussen. Groß angelegte PvP- und PvE-Kämpfe sollen grundlegende Features von Throne and Liberty sein. Spieler können sich in Gilden und Allianzen zusammenschließen und sich in besiegte Bosse als auch Tiere verwandeln, um durch die Luft zu gleiten oder die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Zudem können sie den Ausgang jedes Gefechts bestimmen, indem sie mächtige Umwelteffekte wie eine Sonnenfinsternis oder Regenstürme erzeugen. Ab dem 18. Juli findet übrigens eine Crossplay Open Beta statt, mit deren Hilfe man einen ersten Blick auf den Titel werfen kann. Mit Epic Mickey Rebrushed bringt Purple Lamp ein von Grund auf neu entwickeltes Remake des Jump'n'Run-Klassikers aus dem Jahr 2010 auf die Xbox-Konsole. Während der erste Teil von Entwicklerlegende Warren Spector damals nur auf die Nintendo Wii gebracht wurde, erschien der zweite Teil von Mickey Epic, wie das Spiel hierzulande hieß, 2012 auch für Xbox 360. In Epic Mickey Rebrushed schicken die Spieler Mickey Mouse bewaffnet mit einem magischen Pinsel auf eine kreative Reise, um der gefährlichen Welt von Wasteland zu trotzen. In unterschiedlichen Levels, die von klassischen Disney-Geschichten inspiriert sind, zeichnen die Spieler wortwörtlich ihren Weg und stellen sich dabei einer Vielzahl von Herausforderungen. Ein Remake kommt bekanntlich selten allein und deshalb schließen wir unsere Vorschau mit Lollipop Chainsaw Repop ab. 2012 erzählte Grasshopper Manufacturer mit diesem Hack and Slash die skurrile und vor allem auch sehr trashige Geschichte der Cheerleaderin Juliet Starling, die an einer kalifornischen Highschool mit ihrem Freund und ihrer Familie gegen Zombies kämpft. Das Xbox 360-Spiel war damals eine Zusammenarbeit zwischen Game-Designer Suda51 und dem Filmemacher James Gunn, der 2 Jahre später die Guardians of the Galaxy auf die Kinoleinwand brachte. Das Remake aus dem Hause Dragami Games mit Produzent Yoshimi Yasuda soll nicht nur eine bessere Grafik, sondern auch neue Inhalte inklusive einem Time-Attack-Modus bieten. Spieler dürfen sich also auf zusätzliche Waffen wie Kettensägen und neue Kombo-Möglichkeiten freuen.
So, das waren sie auch schon, meine Highlights für die Sommermonate 2024. Habe ich irgendetwas vergessen? Ja, ganz bestimmt habe ich das, denn ich habe ein paar Spiele übersprungen. Ansonsten wäre es hier heute zu umfangreich geworden. Insofern schreibt mir unten in die Kommentare, ob irgendetwas für euch dabei ist und ergänzt meine Highlights mit euren Spieletipps. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like und wenn noch nicht, geschehen ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.